doch dann noch einmal auch von dieser Stelle einen schönen guten Abend hier im Allianzstadion. Didi, darf ich gleich bitten, ein Kurz-Summary zu diesem 0:3 gegen Salzburg mit leider drei verletzten Spielern. Ja, das ist zu der Niederlage eigentlich noch das größere Problem der Saison, aber das Spiel selbst war so, dass wir eigentlich erste Halbzeit, speziell in den ersten 30 Minuten bis zu dem Tor eigentlich nicht existent waren, haben eigentlich nicht, was ich schon, glaube ich, auch beim letzten Spiel gesagt habe, nicht überzeugend gehabt, dass wir da daran glaubt haben, dass wir Salzburg schlagen können und waren wir froh mit der Zeit, bis wir da kriegen. Dann ist es ein bisschen besser geworden, aber mit dem Ausschluss da, mit dem Ausschluss vom Maxi, war es ganz klar, dass wir sehr, sehr schwer zurückkommen können. Und ja, haben wir es dann zwar noch eingehalten, aber haben sie dann immer im Prinzip, Niederlage ist Niederlage, aber dass wir dann noch hinten raus die zwei Tore kriegen, hat mich dann auch ein bisschen verärgert, aber grundsätzlich war Salzburg die bessere Mannschaft. Wir haben nicht das abgerufen, was wir kennen. Wieder mal, muss man sagen, und deshalb ist jetzt klar, dass Salzburg wieder Meister ist. Aber alles andere war Überraschung gewesen oder Sensation. Wir hätten die Sensation gern gehabt, aber das war einfach nicht das, was man braucht, dass man gewinnen kann. Dankeschön. Bitte, Christian Hackl. Am Freitag waren wir noch per Zoom und man hat wirklich geglaubt, auch nach dem 8-1, diesmal könnte es gehen, wir sind alles. Und es war von Anfang an wieder so verhext. Hast du irgendeine Erklärung dazu? Ich will jetzt nicht von einem Salzburg-Komplex reden, ja, aber es war ja fast angerichtet, ist übertrieben, aber es hat ja gut ausgeschaut vorher. Und dann wieder so, du hast auch richtig gesagt, diese rote Karte war dann vielleicht gar nicht so entscheidend, aber wieder so ein ungefährlicher, offensiv ist gar nichts gewesen. Hast du da jetzt irgendeine Erklärung dafür? Naja, Erklärung, mich wundert es auch, weil ich glaube, wir akzeptieren, dass Salzburg die beste Mannschaft ist, aber es war ja schlimm mit den Möglichkeiten, was sie haben, wenn sie nicht die beste Mannschaft wären, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, bin ja der Meinung, dass alle Clubs zusammen nicht die Möglichkeiten haben, was Salzburg als Club alleine hat. Nicht? Aber nichtsdestotrotz müssen wir aber anders auftreten. Das muss man aber ganz ehrlich sagen. Und das haben wir wieder nicht geschafft. Und ja, wir müssen es besser machen. Also das ist jetzt ein bisschen schon so Galgenhumor, aber ich habe heute nicht wirklich eine riesige Freude dabei, weil wir müssen es akzeptieren, hinnehmen. Und wir hätten es gerne anders gehabt und sind wir das selbst verantwortlich, dass es nicht geklappt hat. Dankeschön. Bitte, David, auch Reihe weiter vorne, der Philipp Lottischer. Kann man schon was sagen zu den Verletzungen? Drohen längere Ausfälle, sind es Brüche, also bei Baraj vielleicht, oder wie schaut die Situation auch bei Stojkovic aus? Ja, bei Matthäus ist es so, dass sie die zweite Zehen, ja, hat er sich ausgekegelt und muss man jetzt schauen, ob es ein Bruch ist. Also der kann schon ausfallen. Beim Stolk ist es so, dass er doppelt gesehen hat und das ist, glaube ich, auch nicht gut. Und beim Erci ist es so, dass er ein riesiges Cut hat, aber da kann man kaum was vorwerfen. Und das tut vielleicht nur mehr weh heute zu der Niederlage, weil es dann doch noch wichtige Spiele anstehend und jetzt hast du eigentlich mit einem Spiel hast du zu der Niederlage hast du Verletzte und die Kadersituation ist ja bei uns nicht die größte und dadurch ist es nicht schön, aber andererseits, wir werden auch gegen Sturm wieder 11 gute Spieler am Platz bringen und wollen das natürlich dann besser machen, ist klar. Bitte, Philipp. Kleine Analyse auch zu dieser roten Karte. Wie hat der Trainer von Rapid die Situation gesehen? Man steht weit weg, aber man hat ein bisschen ein Gespür für eine Situation, aber was soll ich jetzt großartig drauf sagen? Also wenn ich jetzt was großartig sagen würde, dann meint man wieder, ja, der Schiri war schuld. Ich hätte jetzt gerne von ihm hören, was er dazu sagt, wie es er gesehen hat. Und ich sage nur so viel, wenn er ein Match Sperre kriegt, ist es sehr hart. Danke sehr. Weitere Fragen an den Trainer von Ihrer Seite? Bitte, Alex Huber, Kurier, Mikrofon ist unterwegs. Jetzt
zwei Fragen. Das eine ist grundsätzlich die Spiele gegen Salzburg. Der Jesse Marsch hat jetzt wieder betont, das sind die wichtigsten Spiele für Sie. Sie haben die meiste Spannung davor, es ist das Größte für Sie. Hast du den Eindruck, dass das auch deine Spieler, bevor sie überhaupt rausgeht, bevor ihr überhaupt irgendeine Taktik oder sonst was redet, dass sie das vielleicht auch beeindruckt, weil mittlerweile schon das Gefühl hat, Salzburg ist auf einem hohen Level und gegen Rapid von Beginn an auf einem noch höheren Level? Ja, im Vorfeld habe ich schon Worte gehört, die was mich schon ein bisschen schockiert haben, muss ich sagen, oder die was sehr befremdlich waren, was für ein Spiel da ansteht. Ja, und sie machen es einfach besser, sie sind viel mehr im Spiel drin, muss ich sagen. Und wir sind nicht so im Spiel drin, das muss ich meiner Mannschaft vorwerfen, muss man sagen. Und es gibt auch nur 3 Punkte für Salzburg, aber die wollen sie dann mehr wie wir haben, obwohl sie natürlich mehr Qualität haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wir rufen einfach jetzt nicht ab, was man dazu braucht, dass man eine sehr gute Mannschaft in die Knie zwingt. Also das war heute wieder nicht das, was man braucht gegen Salzburg. Aber ich sage das ja nicht zum Spaß schon seit Jahren, dass man gegen Salzburg auf einem unglaublich hohen Niveau spielen muss. Und nicht ein Spieler oder 3 Spieler oder 5 oder 7, sondern du brauchst 11 Spieler plus die Spieler, die nur ins Spiel kommen. Und das ist gegen Salzburg wichtig, weil die haben eine Spielanlage, ja, und die haben mehr Erfahrung natürlich, die haben mehr Spieler auf einem anderen Niveau schon gehabt, das was man auch dann deutlich sieht in der Zweikampfführung, ja, und da müssen wir noch lernen, definitiv. Eine Frage generell zur Schiedsrichterbesetzung, du wirst dich sicher erinnern können, das 2-7 damals, auch mit dem Schiedsrichterteam hat es auch ganz schräge Entscheidungen gegeben. Da hat Jesse Marsch gesagt, das ist einfach extrem schwierig und deswegen hofft er auf den VAR. Ist das der einzige Weg, wie es besser werden kann? Oder muss man sich vielleicht, wenn Besetzungen für die absoluten Spitzenspiele was überlegen? Ich sage nur zum Beispiel, während Corona wäre die regionale Pflicht aufgehoben. Also es muss nicht unbedingt jemand aus einem anderen Bundesland pfeifen. Na, das Schlechteste ist sicher nicht, dass die kommt. Glaube ich auch. Und nochmal. Das ist sicher eine gute Entscheidung. Ich will mir nicht zu viel über den Schiri da aus, weil weißt, das wird mir dann immer vorgeworfen und ich habe sehr, sehr lange nicht mehr über Schiedsrichter gesprochen und das wäre heute nicht tun. Ich glaube, diese Entscheidung, was jetzt ab nächstes Jahr ist, ist sicher nicht die schlechteste. Für alle Beteiligten natürlich. Christian, bitte. Ja, die beiden Tore von Salzburg waren nicht abseits, das kommt auch dazu. Nicht. Ich meine, es ist ja für alle Seiten, oder dass zum Beispiel der WM-Qualifikation auch kein Videobeweis ist, ist ja eigentlich schon irgendwie was skurril. Ich bin nicht der Entscheidungsträger, und ich kann es nicht entscheiden. Die werden sich schon was dabei denken. Ob's lang nachdenken, ist die andere Frage. Okay, bevor wir sehr abschweifen und zur WM-Qualifikation kommen, gibt es noch Fragen zum heutigen Spiel? Oder zu Rapid, oder Christian? Wenn nicht, dann trotzdem einen sehr schönen Sonntagabend noch und bis nächste Woche. Danke.